Vedat Ibizovic, der alte, was ist er, Kroate, Serbe, was auch immer, irgendwas in der Richtung. Also typisch Berliner. Richtig. Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmar und es ist wieder Topspiel-Prognosenzeit und wie in den letzten Wochen immer am Start ist der liebe Metal Otter, der Bautze, hallo! Schön, dass du wieder da bist. Ja, stimmt. Ja, letztes Mal habe ich aussetzen müssen, da hat ja der Batman mal rangedurft. Naja. Ja. Und hat auch noch gewonnen. Mann, jetzt hätte ich es dir mal gegönnt und dann sowas. Aber ich heb's zu, ich hab mir gewinnen lassen. Ja, ja, besser ist es, ne? Aber wie ich mir das Thumbnail angeguckt habe, habe ich echt gedacht, ey, das ist tatsächlich Batman gegen Joker. Ja, die wahre Identität vom Joker ist ja auch nicht raus. Also, ne? Ja, ist richtig, ist richtig. Wir haben heute das Topspiel. Die Hertha gegen Werder Bremen. Hertha ist so auch eine Liebe von dir, ne? Das ja, ist also meine erste Liga-Liebe. Ja, seit die erste Liga-Liebe, genau, genau. Nicht Hardcore-Fan wie manche andere, aber definitiv nee. Hertha. Ja. Weil als geborener Brandenburger hast du die Wahl zwischen Union, Hertha und Cottbus und da fällt die Wahl nicht schwer. So, ich glaube, ich bleib dabei. Ja. Ja, nee, ja. Ja, ist auch nicht schlecht. So, wir treiben es heute mal bunt. Wir treiben es heute mal bunt, das finde ich gut. Ja. So. Ich würde sagen, wir bleiben auch so vom. Das können wir machen. Das sieht ganz ordentlich aus. Weiß gar nicht, habe ich schon mal. Ich glaube, ich hatte schon mal mit den Bremen das Vergnügen. Du mal auf jeden Fall. Ich weiß, du warst schon mal Bremen. Ich war schon mal Bremen, ja. Ich weiß noch nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Ich habe bestimmt haushoch verloren, aber ja, definitiv. Ich glaube sogar. Ah, stimmt. Nee, ich war auch mal Bremen und du warst Frankfurt und es war das Spiel, das unentschieden ausgegangen ist. Stimmt. Das war auch sehr, sehr geil. Eins mit den schnellsten Toren, aber du hast ja auch gleich in der vierten Minute gleich 1-1 geschossen. War legendär. Auf jeden Fall. Ah, definitiv. Gucken wir mal, ob ich meinen Berlinern heute gerecht werde. Richtig. Im allehrwürdigen Olympiastadion. Und das auch wieder, wie sich das gehört, unter Flutlicht. Huch. Ja, der war ein bisschen gut gemeint für Harnik. Aber nein. So. Hertha jetzt wieder erstärkt durch das 3:0 fulminant gegen Gladbach. Sehr, sehr schön. Ja, Hertha ist so ein bisschen ja, eine Wundertüte in der Saison, würde ich sagen, ne? Ja, und man denkt so. Ja, Bremen definitiv. Durch Zufall gesehen jetzt das letzte Spiel. Die haben, gegen wen haben sie gespielt? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall haben sie die ordentlich zerlegt. Oder Augsburg, glaube ich. Ja, ja Augsburg und es war, glaube ich, ein 4-0. Ein relativ ja. zügiges. Das war schon. Ja. Und dann natürlich der DFB-Sieg gegen Dortmund. Richtig, das war auch schön. Sei gegrüßt. Ja, ja. Aber Andi hat auch schon gesagt, ja, das war ist auch mal voll in Ordnung. Ich finde es allgemein gut, dass die Titel dann mal ein bisschen fairer verteilt sind. Es war verdient. Da guckt man immer DFB-Pokal, denkt sie nicht böse, man hat am nächsten Tag Frühschicht und dann ziehen die das durch bis in. Ich weiß ja nicht, wie ich im Bett war. Tja. Ja, ich kenne das, wenn man denkt so, ach ja, hier einen lustigen, schönen, sehr schönen. Sehr schönen Fußballabend zu machen und dann wird es doch ein langes Ding. Gigi. So. Der Martin, der Harnik, schießt da in der 10. Minute
gleich mal das 1:0. Oder in der Hertha-Sicht 0:1. So, aber. Oh. Da wollten sie zu viel. Kurzpassspiel ist leider nicht geglückt. Oh ja, und Hertha wollte es mal so versuchen, aber der war ist. Fast geplant. Mal gucken, fast, na, da kommt er aber nicht mehr dran. Und Pavlenka. Oh, oh, oh! Warum nicht? Warum nicht? Für die Fans. Für die Fans. Für die Menschen. So. Pavlenka mit dem Abstoß. So. Oh, oh. Ja, Stein hat da schon aufgepasst. Da passiert nichts. So. Oh, zu weit. Aber das ist interessant, dass du das gesagt hast, dass da die Wahl ziemlich leicht gefallen ist, weil ich habe immer gedacht, dass so gerade jetzt eventuell gerade die Brandenburger oder die in Brandenburg aufgewachsen sind, eher zur Eisernen Union eher so gehalten hätten. Viele. Also ich kenne auch einige Unioner, ja, aber das hat auch mit damit zu tun, dass mein ehemaliger Nachbar, mit dem ich auch zur Schule gegangen bin, der und sein Vater waren große Herr Thaler. Mhm. Und ja, Union hat mich, weiß nicht, glaube ich, wusste, ich war schon 5 Jahre Hertha-Fan, da habe ich dann erstmal rausgefunden, dass es einen zweiten Berliner Verein gibt, glaube ich. Also ich. Tennis Borussia. Ja, ja, genau. Ich stehe da sehr hinter Fußball oder sonst was. Und nicht zu vergessen hier noch BFC, oh. Dynamo. Oh! Oh ja, Dynamo. Oh, der war echt schön. Den hatte ich jetzt gar nicht so auf der Rechnung jetzt gerade. Ich habe erst gedacht, der wäre vorbei. Aber Ibisevic? Der kann das. Guck mal da. Jawohl. Schön gedrückt. Schön und ins Eck. Nice. Sehr schön. Wunderbar. Mehrere von. So. Ich habe die Kommentatoren diesmal noch an. Ja. Warum auch immer, und die haben auch gesagt, ein nicht sehr schönes Tor, wenn man doppelt und dreifach bestätigt wird, dann ist das schon ein schönes Gefühl. Ja, ne? Da hat man doch alles erreicht, ne? Können wir jetzt auch aufhören. Ja, eigentlich. Also. Aber brich du ruhig ab, weil dann habe ich mal einen Sieg. Ja. Olympiastadion. So, bei der Liga heuer habe ich nämlich so meinen ersten Sieg reingeholt, auch noch gegen Bayern, weil er nach 5 Minuten gesagt hat, ich habe keine Lust mehr. Okay. Das war Rage zählt. Quit. Nö, es stand glaube ich 1-0 für ihn sogar. Also ich weiß. Oh, okay. Vielleicht war er wütend, dass es nur 1-0 stand. Also es kann natürlich auch sein, ne? Ja, aber es gibt welche, also die sind da total emotional dabei. Ich habe das auch bei dem, wie gesagt, bei dem einen FIFA-Turnier erleben dürfen. Da sind Leute dabei, die schreien darum. Ich meine, gut, man sieht es ja am Andi, ne? Der ist ja auch am Rumbrüllen. Gut, dass das sein Headset dann selber reguliert, wenn es mal wieder ganz schlimm wird. Ja, sind halt Choleriker, ne? Also da denke ich mir immer, holla die Waldfee, ey, das ist doch... In dem Moment, ich meine, ich höre den Satz selber nicht gern, aber man sagt halt doch, hey, es ist doch nur ein Spiel. Ne? Nein, ist es nicht. Ich mein, nein, ist es nicht, ne? Nein, also ist gut, es nicht. Nein. Nein, Ruhe, nein. Ich meine, ich habe auch schon... Du hast doch keine Ahnung. Ja, genau. Halt die Fresse. Das ist live. Was ist das für eins live? Ja, genau. Ich meine, ich habe auch schon den einen oder anderen Controller zerdeppert. Aber das war noch zu Zeiten, da habe ich mir die nicht selber kaufen müssen. Da waren die nicht so jetzt. Teuer. Da hing ja, richtig. Da hing noch Strippe dran. Die ja. Sind doch nicht so weit geflogen. Wenn du Pech hast, kamst du so ja noch zurück. Ja, genau. Und jetzt denkst du, und guckst ihn dir noch an und sagst, hey, hey. War nicht so gemeint. Ja, genau.
Heieiei, aber gerade jetzt hüben wie drüben. Rund. Ja, die warten ab, ne? Beide warten ab. Der war schön, schön rübergelegt. Oh ja, der war doll. Da konnte er dreimal überlegen, wie nehme ich den? Ja, ja. Aber Wlenka hat gedacht, komm, das Trikot muss auch heute noch dreckig werden. Ich schmeiß mich hin. Sowieso eine Scheißfarbe. Gelb. Oder ist es ein ganz helles Grün? Ja, naja, es ist halt... ich glaube, das Original rosa Tim Wiese Trikot darf er halt nicht mehr, ist halt für immer. Eigentlich hätten sie jetzt nur noch Hof als Sponsor haben müssen, wenn Tim Wiese weg ist. Wer frisst schon eine Hofwurst? Will ja auch keiner haben. Tja. Ja, dann wäre es aber auch klar gewesen, was Hertha dann quasi für einen Sponsor haben müsste. Tja, mit Deutsche Bahn war ich eigentlich recht zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich heute Rabatt dafür gekriegt hatte für Tickets, aber naja. Das ist immer. Oder einfach mal mit der Messe. Ja, und wir brauchen schon sagen, Rabatt bei Teddy, das ist doch eh schon billig. Ja, aber da gibst du alles für ab 1 Euro. Alufolie, 3 Euro. Taschentücher, 2 Euro. Nix, 1 Euro. Scheiße. Hier der Bleistift, 50 Cent. Naja. Die Verpackung war eingedellt. 75 Cent. Jawollo, ich weiß, wie es geht. Ich bin ein Fuchs. Haben Sie das nicht selber runtergeworfen? Ich habe nichts gesehen. Rune Almening Jahrstein. So heißt er. Ja. Berliner Torwart. So kann man schon mal heißen, ja. Ja, absolut. Muss man nicht. Weiß nicht. Muss man nicht, kann man. Ja. Typisch deutscher Name. Abseits. Och man. Der Trecker. Da greift sich selbst der Harnik ins Haar. Ah! Was machen sie denn? Hallo, hallo, hallo. Und da ist die Halbzeit. Und es steht 1-1. Schauen wir mal, was da ist. Vedat Ibisevic. Der alte, was ist er? Kroate, Serbe, was auch immer. Irgendwas in der Richtung. Also typisch Berliner. Richtig. Ja. ja, hat das 1-1 geköpft. Sehr schön auf jeden Fall. So, ich glaube, ich kann mit meinem Mann erstmal noch in die zweite Halbzeit gehen. Das war soweit ganz ordentlich. Zumindest mal in den ersten 20 Minuten. Danach haben sie ein bisschen nachgelassen. So, jetzt muss mal wieder ein bisschen was gehen. Vielleicht über die Flügel. Aber nein. Eieieiei. Oh, da. So. Hier haben wir wieder Ibisevic, der hat das Auge für Kalou. Oh, und Salomon wollte es mit Gefühl machen. Oh, da wollten sie zu dicht. Oh, ei, oh. Da setzt er sich immer noch durch. So viel Herr Tane an ihm dran. Wo kommen die alle her? Oh, oh, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Was auch immer. Kann man machen. Heute? Ja, das wäre natürlich auch was jetzt gewesen, ne? Ja. Kalou wieder. Oh, sehr schön. Aber leider war da doch noch ein größer gewachsener. Größer gewachsener, das hört sich auch gut an. Kriegen da nur Herr Tarn, warum sind sie so groß? Das ist Wahnsinn.
Hani kann sich da nicht durchsetzen. So. Man merkt, die Herthaner wollen daheim was bewegen, mein lieber Gesangsverein. Gladbach klappt, klappt doch Regen, grün-weiße. Na, Duda geht und das Gelbrett kommt. Ah, ein Getummel. Eieiei, und Kalu, probiert's einfach mal. Da habe ich die Taste zu lange gedrückt. Ich meine, Kalu wusste nicht, wohin damit. Ja. Was macht er denn? Was macht ihr denn? Achso, Wechsel? Nee, doch. Ah, nee, das war nochmal Ansage die Parade erstmal. Und Jiri Pavlenka. Ah, oh, hier, mein Lieber. Ah, guck mal, da mit dem Heber. Auch nicht schlecht. Ach, guck mal, aber die Herthaner, sie stehen hinten wie eine Eins. Oh, vorne kommt eine Bälle, ja. Ah, das ist halt, ja, so. So, aber jetzt vielleicht, jetzt geht's schnell. Ah, nein, nicht zu machen, zu harmlos. Wenn es einen Ja-Stein gibt, gibt es dann auch einen Nein-Stein. Es gibt einen Warstein. Ein Warstein, stimmt. Er möchte kein frisches, blondes, kühles Jahrensteiner haben. Eieiei, aber keine Probleme mit den Bällen, die er da um die Ohren gehauen bekommt. Zur Not tut's. Die fängt er sicher ab. Oh, aber da ist keiner. Meine Fresse, das wäre doch jetzt die Chance gewesen. Aber jetzt vielleicht. Klaassen. Nein. Jeden Schuss drin, ey, der Tipsi. So, jetzt aber. Oh, Ball weg. Und schon wieder. Oh! Nein. Oh! Oh, das hat ja. Und da ist er wieder. Was macht er denn? Der Hanik. Ja, Hanik mit seinem zweiten Tor. Das geht schon. War ja schon nur eine Frage der Zeit. Ja, weiß ich nicht. Das war jetzt halt die letzten zwei, drei Abspiele waren halt grob fahrlässig gerade von der Hertha. Ja, das hört nicht. Und das haben die Veteraner jetzt halt dann mal angenommen. Aber der ist gut von Kalu. Und Ibisevic hält einfach drauf. Ja, warum auch nicht? Aber Pavlenka ist da. Das wäre schon wieder so eine Rakete gewesen. Standards können sie, die Hertha. Und da setzt sich wieder einer durch. Probiert's jetzt einfach mal, aber kein Problem. Nach vorne nicht. Und er haut ihn direkt nach vorne. Er will die Bälle schnell machen. Er will gleich gucken, dass er einen Abnehmer findet. Ja, mit den hohen Bällen ist momentan noch kein Rezept gegen die Abwehr von Werder Bremen, aber da war noch einer dran. Da war noch einer dran, schon wäre der ganz anders da auf den Kasten kommen. Da ist es und es ist auch wieder Ibisevic, soweit ich das gesehen habe. Ja. Nicht ganz getroffen, aber Glück. Mein lieber Mann. Ja, aber trotzdem, ne, muss man auch erstmal von. Zwei Doppeltorschützen auf beiden Seiten, das ist auch schön. Für Hanik und Ibisevic läuft es momentan. So, jetzt vielleicht. Auch nicht schlecht. Akrobatisch. Was ist los? Akrobatisch. Da ist es nochmal. So, da sehen wir es nochmal. Ja, es hätte aber auch ein Eigentor sein können. Das sieht man nicht so richtig. Pavlenka sieht da auch nur ein bisschen unglücklich aus, weiß man nicht. Ist gut, es ist aber auch, ich sag mal, aus der. Kein, der sich über ein Gegentor freut. Oh, was war denn das jetzt? Da geht er hin. Ach, du liebst ein bisschen. Ja. Ja. Oh, mal zum Trainer. Der Trainer will es auch mal. Hallo. Ja, der hat doch. Der spielt doch auch für die Mannschaft. Ja, genau.
dann gleich einen Namen aufs Trikot. Der schreit die ganze Zeit. Ich dachte, der wollte den Ball haben. Richtig. So, ja, Wollo. Oh, das ist, ja, in Sicherheit. Er entschuldigt sich noch beim Torwart. Weil, wir wissen, Hertha ist verdammt gefährlich. Oh. Was knapp. Die Standards angeht. Und das hätte sich jetzt beinahe gerecht. Möwald ist für Glasen gekommen. Was für klangvolle Namen. Der Möwald. Ja, sehr schön. So, mal im Ruhe im Ring. Okay. Oh, guck mal da, ja. Ah, nein, da hat Lass schon, ihn doch spielen. Bin ich schon. Genauso, so. Wie man spricht. Osago. Genau. Kommt jetzt für Kruse, der weitestgehend blass geblieben ist in dem Spiel. Schade eigentlich. Oh, der hätte anders kommen sollen. Da haben wir ihn gleich. Den flinken Japaner. Kalu, 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 Kalu. Und da, da. Beinahe Eigentor auch noch. Oh mein Gott. Ei, 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 ei. Ibisevic geht. Und Werder Bremen holt jetzt die Allzweckwaffe raus. Pizarro. Pizarro, genau. Der altehrwürdige. Ey, dass ich sowas mal weiß. Ey, das ist ja, hätte ich ja am Traum nie gedacht. Genau. Ich bin wie mein Vater. Ich gucke Fußball. Also, wer den Sport lange macht, der kann dann auch mal zugucken. Oh, ja, da muss ich sagen. Hat sich ein bisschen geduckt. Keine ja, Angst, er ist Uno mit Luft gefüllt. Ja. Oh. Der Schiri. Ja. Ja, ja. Die Hertha will es noch wissen. Die will jetzt in den Schlussminuten, ja, wollen sie noch da jetzt, die wollen es noch wissen. Oh, 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 ja. Standen sie im Weg, alle. Keiner, was ihr seht. Der Selke. Der Davy. Ist der Selke wie letzte Mal. Ist richtig, ja. Oh, 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 da, da, jawohl. So, so, und weg damit. So, jetzt. Schöne Hereingabe. Oh, oh. Da kommt er nicht mehr ran. Ja, nicht mit direkt. Da war er zu überrascht wahrscheinlich auch, dass er nochmal so durchkommt. Boah. So. Also, warten wir erstmal, was passiert. Ei. So. Und da ist er, Pizarro, Pizarro, Pizarro. Oh, Pizarro. Wird wird vorm Straf. Ach du Scheiße. Naja, naja. In der Nachspielzeit. Nein. Ja, aber naja, Freistoß ist, war mal vor langer, ja, langer Zeit eine Spezialität, aber gerade für die mittlerweile. Nee, das ist Osako. Gerade für die war sein Bruder. Ja, ja, richtig, genau. Ja. Der war nicht. Gucken wir mal. So, da vielleicht der Opa nochmal ran. Ach, nein, er kommt nicht zum Abschluss. Wie man es kennt Opa bei den kommt Opas. Nicht zum Abschluss. Ja, der Opa. Schon wieder die Hand eingeschlafen, man kennt Aha, das. Mann, Mann, Mann. Oder der Fuß, oder. Ah, er hätte auch noch spielen lassen können. Ah, Mann. Aber echt, ein Angriff noch. Schade, aber schön.
schönes Unentschieden. Schön schade, ja. Wer zu blöd ist, vorne zu treffen und hinten nur Glück hat, der darf halt nur unentschieden spielen. 1-1, ja. 2-2, aber mach hier nicht draus. 2-2, ja, stimmt. 2-2. Stimmt, 2-2. Inzwischen 2-2. Ja, trotzdem, ja, für den, wie sagt man so schön, für den neutralen Zuschauer ein durchaus ansehnliches Spiel. Ja, schon. Und ja, ich denke, beide Mannschaften können halbwegs damit leben. Halbwegs. Ja. Naja, wir wissen es nicht, wie es letztendlich ausschaut. Wir wissen, dass unsere Prognosen ab und zu richtig gut treffen, ne? Oder meistens, wie auch schon Andi richtig gesagt hat. Ja, also darauf kann man schon mal was geben. Deswegen, bevor ihr Sky anschaltet, schaut lieber mal bei den Spielprognosen vorbei. Ist ja auch so günstiger. Machen die Trainer übrigens auch und die sagen ihr Mannschaften, Jungs, so sieht's aus, so müssen wir spielen. Richtig. Sonst enttäuschen wir die abertausenden Abonnenten von Lautschmar und das wollen wir nicht. Wir sind alle im Untergrund kontrolliert, der gute Lautschmar, die Bundesliga, wie es kein Hoeneß könnte. So sieht es nämlich aus, genau. Schöner hätte ich es gar nicht sagen können. Ja, ich muss das sagen, ich bezahle schließlich Schutzgeld. Also. Ja. Siehst mal. Ja, es ist schon gut, wenn man so eine arabische Großfamilie in der Hinterhand hat. Ja, nein, aber das war's mal wieder mit unserer Topspielprognose an diesem allehrwürdigen Samstag. Und jo, mit Hertha gegen Werder Bremen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch ein schöner Jubel mal wieder. Also die FIFA-Jubel 19 sind, egal. Unrealistisch. Sehr, ja. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid, könnt ihr ein Like da lassen, könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. So, Bautze, hast du noch was auf dem Herzen? Nö, gerade nicht so. Nicht so? Nö. Ist ja auch gut so. Ist ja auch gut so, wenn man was auf dem Herzen hat, das sollte man eigentlich auch zum Arzt gehen. Deswegen ist es gerade gut so. Jo. Nö, dem Stein jetzt gut, also. Ja, sehr schön. In diesem Sinne... reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.